Ich bin obsessed mit Hörbüchern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in letzter Zeit wieder einiges gehört und dachte, ich empfehle euch heute mal fünf unterschiedliche Hörbücher aus ganz unterschiedlichen Kategorien. Hi, mein Name ist Josia und ich dachte, wir starten direkt mal mit meinem allerersten Tipp und zwar Stars in Your Eyes von Cason Callender. Das ist eine queere Liebesgeschichte, die in Hollywood spielt. Es geht um zwei Schauspieler, die sich nicht sonderlich mögen, zwei junge Männer, die die Hauptrollen in einem neuen Rom-Com-Film spielen und gleichzeitig auch im echten Leben eine PR-Beziehung eingehen müssen. Sprich, es geht um Fake-Dating. Die ganze Geschichte ist super romantisch und irgendwie auch sehr so viel Tension da. Es ist gar nicht so spicy. Manchmal ist es ein bisschen spicy, aber es ist jetzt nicht crazy spicy. Es geht aber auch viel um ernstere Themen. Cason Callender hat schon ganz wunderbare Bücher wie Felix Ever After geschrieben. Und mich hat das Buch auf jeden Fall auch wie immer berührt und gleichzeitig gibt es auch so richtig spannende Einblicke in diese Filmindustrie, in die Hollywood-Glam-Welt und ich finde es wirklich richtig gelungen. Als zweites möchte ich Babel empfehlen. Das ist perfekt für alle, die Dark Academia lieben, aber vielleicht auch irgendwie so historisches Fantasy. Es hat nur ganz wenig Fantasy-Elemente. Insgesamt ist es eher so ein abenteuerlicher Roman, der auch an der Schule spielt, unter anderem an Oxford. Und es geht viel um Sprache, Linguistik und Kolonialismus. Es geht um unterschiedliche Kulturen. Es ist teilweise auch so mit Reisen in fremde Länder verbunden. Es ist sehr komplex, unfassbar cool gemacht und die Figuren wachsen einem auch einfach ans Herz. Also das habe ich unfassbar gerne als Hörbuch gehört. Wenn ihr übrigens gerne Hörbücher hört, aber noch keine eigene App dafür habt, kann ich euch BookBeat empfehlen. Da könnt ihr mit meinem Code aktuell auch das ganze 60 Tage kostenlos testen. Link dazu findet ihr in meiner Bio. Ich würde mich freuen, das Ganze unterstützt auch meine Arbeit. Ebenso spannend fand ich aber auch ein Sachbuch und zwar Give a Fuck von Katrin Altschner. Das ist ein Sachbuch rund um Sexarbeit und das beleuchtet so ein bisschen die aktuelle Situation im deutschsprachigen Raum und erzählt ganz viele unterschiedliche Perspektiven von Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und Erfahrungen haben. Und ich finde, das Buch ist auf jeden Fall sehr so anregend und man macht sich viele Gedanken, es wird wenig gewertet, also es ist am Ende auch nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt dafür oder dagegen, sondern man bekommt einfach mal so einen Einblick und einen Überblick über, so sieht die Situation aus und anhand von dem kann man sich dann selber eine Meinung bilden oder eben auch über das Thema ein bisschen informierter reden und sich Gedanken machen, auf jeden Fall auch eine große Empfehlung. Ein Roman, den ich sehr interessant, aber nicht unbedingt mein größtes Highlight war, aber vielleicht gefällt er euch trotzdem, ist Mein Name ist Estella. Hierbei geht es um ein Kinder-/Hausmädchen in Santiago de Chile, die von einem, also das Mädchen, auf das sie aufpassen musste, stirbt. Das wissen wir von Beginn an des Romans und sie arbeitet eigentlich so die ganze Geschichte auf, was ist passiert, wie ist es dazu gekommen. Auch viel um soziale Klassen, Care-Arbeit und eine feministische Perspektive darauf. Ich fand es ganz interessant, ist es nicht unbedingt mein Highlight, wie gesagt, aber es lohnt sich trotzdem und gerade das Hörbuch war es wirklich richtig angenehm zum Hören. Und als letztes auch noch ein Hörbuch, wofür wir arbeiten. Das ist ein relativ kurzes Hörbuch, das liebe ich, super informativ. Es geht so ein bisschen um den aktuellen Arbeitsmarkt, warum wir eigentlich noch arbeiten müssen, warum es nicht schon längst eine Viertageswoche gibt. Ich finde, das bietet eine gute Grundlage, um sich da auch ein bisschen zu informieren. Ich glaube, das geht so 2,5 Stunden und das hat man auch sehr schnell gehört. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall ebenfalls ans Herz legen. Welche Hörbücher könnt ihr empfehlen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder.